Mainz. Die Trierer, sie mussten heute zu Hause unbedingt gewinnen, um nur ja nicht auf dem gruseligen letzten Tabellenplatz zu überwintern. Na, und die Mainzer, die wollten unbedingt gewinnen, um wenigstens die Chance zu wahren, als Tabellenführer unterm Tannenbaum sitzen zu können. Eines allerdings, das war schon vor dem Spiel klar, nämlich, dass die Pause für die 05er gerade recht kommt. Zuletzt wurde das Personal immer knapper. Alles weitere von Ihrem Reporter. Hier ist Markus Höhner. Übernehmen wir doch einfach den hübschen Titel der Allgemeinen Mainzer Zeitung über Jürgen Klopps schrumpfendes Personalgerüst. Mainz spielt in Trier heute mit dem letzten Tropfen Sprit auf 4 Ersatzreifen. In diesem Sinne wohl dem, der solche Reserveräder hat, Claudius Weber, der 25-jährige Amateur, nach seinem Tor vom Sonntag heute erstmals in der Startelf. Und bei den rot-weißen Mainzern fehlte schon einiges von der Originalbereifung. Niklas Weiland gesperrt, Bruder Dennis verletzt, genau wie Auer, Asuak und Walker. Trier begann mit Mumm. Das ist Harry Koch und Paczynski. Erste gute Chance für den noch Tabellenletzten in der 7. Minute. Mit einem Sieg würde Trier ja die rote Laterne abgeben. Und die Eintracht begann bissig. Keller und wieder Paczynski. Trier zu Beginn eindeutig tonangebend. Paul Linz und alle Trierer träumten vom versöhnlichen Ende einer verkorksten Hinrunde. 10-mal in Folge die Eintracht jetzt schon ohne Sieg. Die Gäste aus Mainz zwar mit mehr Ballbesitz, aber Trier mit viel mehr Zug zum Tor. Rakanel. Ganz stark gegen den jungen Falkenmeier. Rakanel und dann Winkler. 1-0 Trier, 13. Minute. Daniel Winkler, wer sagt's denn? Es geht auch ohne Handspiel. Sein Tor in Burghausen, ja, höchst umstritten. Paul Linz, er hat es angekündigt. Die Moral stimmt. Wir sind auf einem guten Weg. Und Ausgangspunkt war Daniel Winkler selbst. Er schickte Rakanel auf die Reise. Und schon prima, wie er das löste gegen den noch unerfahrenen Falkenmeier. Winkler gewann hinten das Duell gegen Teinert. Burdock kam auf der Linie zu spät. Und es war, wohlgemerkt, ein Kopfballtor. Erst das zweite für Trier in dieser Spielzeit. Und so ein wichtiges. Durch ihn, durch Daniel Winkler. Jürgen Klopp, der nächste Rückschlag für den Mainzer Trainer. Nach dem mageren Remis gegen Regensburg lobte er Claudius Weber als den großen Lichtblick. Aber auch er heute bislang glücklos. Die Gäste noch immer ohne echte Torchance. Nix lief bei Mainz 05. Einige Tausend kamen rüber aus der Landeshauptstadt und waren entsprechend enttäuscht. Aber dann dieser Angriff. Schwarz, Antonio da Silva. Schön rausgelegt auf Teinert, Teinert und Tuck. Na, immerhin. Die erste gute Mainzer Szene war auch die letzte zeigenswerte im ersten Durchgang. Halbzeit im Derby, alle Mann rein in die Kabine, da gibt's Getränke, da wird sich besprochen, wie es halt so üblich ist. Denkste, nicht bei Paul Linz. Während die Spieler drinnen waren, saß er wie üblich alleine draußen und paffte. Hinein in die zweite Hälfte mit dem Kapitel aus der Not geboren. Achtung, Klaus Greschkowiak. 47. Minute wäre fast ein ganz verrücktes Ding geworden. Greschkowiak halt eher der Mann fürs Grobe und jetzt wird's grob. Eine Minute später. Ist Greschkowiak. Greschkowiak gegen den eingewechselten Babatz. Schiedsrichter Gräfe stand direkt daneben und zögerte nicht lange. Greschkowiak hatte schon gelb. Dieses Foul dazu macht zusammen gelb-rot und zwar überaus zurecht. Fuß draufgehalten. Paul Linz futterte draußen vor lauter Schreck bald seine Aufstellung über 40 Minuten in Unterzahl. Kostet so ein dummer Platzverweis. Am Ende vielleicht kostbare Punkte. Linz war stinkesauer. Frage nur, kommen die Mainzer jetzt besser ins Spiel? Christoph Teinert, nicht zu bremsen von Koch, nicht zu bremsen von Wural, nicht zu bremsen von Lösch, aber gebremst von Pekovic. 54. Minute.
Das Spiel jetzt zunehmend unansehnlich, härter und hektisch. Die Trierer legten noch ein Schippchen Provokation obendrauf. Fast nach jedem Foul forderten sie Karten. Und deshalb gab es hier auch zu Recht Gelb für Kevrich, weil der eben eine Karte forderte. Die Zuschauer hier in Trier tobten und unten an der Linie ging's richtig rund. Linz und der Mainzer Manager Heidel gerieten heftig aneinander. Das Derby Trier gegen Mainz, da ging's schon immer ziemlich rund. Und wie Sie sehen, heute auch. Sie zankten sich wie die kleinen Kinder. Dazu später mehr. Selten und nur ganz nebenbei wurde Fußball gespielt. Da Silva. Mainz im Vorwärtsgang mit Rose, Marco Rose. Und Babatz, das war alles, was Mainz zustande brachte. Der Aufstiegskandidat mit einem Mann mehr und trotzdem maßlos enttäuschend. So wütend sieht man Jürgen Klopp auch nicht alle Tage. Die letzte Spielminute. Schauen Sie auf den Zweikampf. Teinert gegen Harry Koch. Und zwar jetzt. Der sehr, sehr gute Schiedsrichter Gräfe nahte schnellen Schrittes und tat das einzig Richtige. Rot für Teinert. Das war ein Frustfoul. Rücksichtslos, brutal. Und zum Glück kann Harry Koch unverletzt Weihnachten feiern. Die letzten Sekunden. Paul Linz konnte es kaum noch aushalten. Und dann war es soweit. Geschafft, nicht mehr Letzter. Der erste Sieg seit dem 6. Spieltag. Trier erkämpfte sich verdient 3 Punkte. Ein manchmal unschönes Spiel mit einem bildlich versöhnlichen Ende. Aber verbal kommt jetzt ziemlich harter Tobak. Thomas Wagner mit adventlichen Interviews. Sie haben sich einige Male gut in der Wolle gehabt mit Paul Linz. Worum ging es da? Also damit er kein falscher Eindruck entsteht. Wir haben dieses Spiel absolut verdient verloren. Aber ich muss sagen, das ist meine persönliche Meinung, ich bin jetzt weit weg von Paul Linz. Wenn sich ein Trainer so aufführen darf, muss ich sagen, hat er für mich an der Außen nichts zu tun. Wenn ein Trainer zu mir sagt, Arschloch und ich soll das Maul halten, muss ich sagen, glaube ich, das habe ich ihm gesagt, dass das mein Stil ist und dass das Niveau im Fußball nichts verloren hat. Heidel soll nicht mir hier irgendwas unterstellen, das stimmt überhaupt nicht. Er hat mich angemacht, weil ich eine gelb-rote Karte verlangt habe. Wenn ein Trainer permanent an der Außenlinie steht, muss ich sagen, wie der Papst, bei jeder Kleinigkeit gelb und rot fordert und die Spieler provoziert, ich glaube einfach, das sollte ein Trainer nicht tun. Das habe ich immer versucht, in ruhigen Ton zu sagen. Das war die Antwort von Paul Linz. Aber das ist seine Sache. Und er soll mich bitte in Ruhe lassen. Ich wünsche Ihnen frohe Weihnachten und alles Gute fürs neue Jahr. Ja, danke. Tschüss. Alles klar. Ciao, ne? Tja, liebe Zuschauer, das war's aus Trier von einem besinnlich vorweihnachtlichen Fußballabend. Zurück nach München. Also, lieber Christian Heidel, lieber Paul Linz, am besten, ihr gebt euch jetzt irgendwo im Vereinsheim nochmal die Hand. So ein Theater in der besinnlichen Zeit des Friedens, das muss doch nun wirklich nicht sein. Und jetzt ganz friedlich die Ergebnisse.